Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Nachgefragt. Mein Name ist Emma Stapel. Der NPD-Parteivorstand hat vor wenigen Tagen eine Erklärung zu dem umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP veröffentlicht. Das Thema beschäftigt zunehmend auch die Zuschauer von der SCV. Darum haben wir uns auf den Weg nach Berlin gemacht, um Ihre Fragen dem stellvertretenden NPD-Parteivorsitzenden Ronny Zasok zu stellen. Erfahren Sie, warum sich die NPD gegen TTIP ausspricht und welche Alternativen den Nationaldemokraten vorschweben. Lieber Ronny, steigen wir gleich mit einer kritischen Frage ein. Ein Zuschauer aus Hamburg hat uns geschrieben, was hat die NPD eigentlich gegen den Handel zwischen den Staaten? Also hierbei muss es sich um ein Missverständnis handeln. Die NPD hat natürlich nichts gegen den zwischenstaatlichen Handel. Deswegen lehnen wir auch die Sanktionen gegen Russland ab, weil sie derzeit eines der größten Handelshemmnisse darstellen. Wir lehnen es aber ab, wenn multinationale Konzerne politische Vorgaben machen können. Deutschland muss auch wirtschaftspolitisch handlungsfähig bleiben und darf seine Verbraucherschutz, Umweltschutz und Gesundheitsstandards nicht zugunsten einer grenzenlosen Freihandelsideologie opfern. Beispielsweise im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, zum Beispiel Gesundheit, Wasser, Infrastruktur. Dieser Bereich muss vor dem Zugriff der privaten Konzerne geschützt werden. Dann wollen wir doch mal konkret werden. Eine Zuschauerin aus Schwerin fragt, welche Nachteile TTIP für Deutschland hat. Dazu lässt sich einiges sagen. Jedes Kapitel des mittlerweile bekannt gewordenen Freihandelsabkommens ist eine Zumutung für Deutschland, für die vergleichsweise hohen Standards und für die mittelständisch geprägte Wirtschaft. TTIP ist letztlich auch ein Anschlag auf die deutsche Souveränität, die ja hierzulande ohnehin nur noch eingeschränkt vorhanden ist. Wenn TTIP Realität wird, ist jede politische Maßnahme unter Vorbehalt, weil sie ja faktisch vor diesen geplanten Investitionsschiedsgerichten weggeklagt werden können. Wenn TTIP Realität wird, kann sich Deutschland nicht mehr gegen den Import von genetisch veränderten Lebensmitteln wehren, wird Masthormonfleisch den deutschen Markt überfluten und werden deutsche Bauern von US-Agrarkonzernen überrollt. Jeder Lebensbereich ist betroffen, niemand kann sich TTIP entziehen und der Staat bleibt machtlos. Kommen wir abschließend zu der Frage, für welchen Gegenentwurf die NPD steht. Gestellt wurde sie von einer Zuschauerin aus Wittenberg. Die NPD steht für eine Wirtschaftspolitik, die sich konsequent an den ökonomischen Interessen des eigenen Volkes orientiert. Unser Wirtschaftskonzept ist die raumorientierte Volkswirtschaft mit möglichst kleinteiligen Wirtschaftskreisläufen. Und unser Ziel ist es, eine Wirtschaftsstruktur zu schaffen, die in der Lage ist, die existenziellen Bedürfnisse des Volkes aus eigener Kraft zu sichern. Und ergänzt wird das Ganze durch einen fairen internationalen Handel auf bilateraler Grundlage, der für alle Beteiligten von Interesse und von Vorteil ist. Lieber Ronny, vielen Dank für diese Klarstellung. Wenn auch Sie Fragen an uns haben, die wir bei Nachgefragt einmal öffentlich beantworten sollen, lassen Sie mir diese zukommen. Gerne auch direkt über meine Seite bei Facebook. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Ihre Unterstützung. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Emma Stapel. Am Rande unserer Dreharbeiten haben wir den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Anton Hofreiter, getroffen. Kann er unseren kritischen Fragen standhalten? Generell auch die Fragen, wie die Handlungsfähigkeit der europäischen Staaten dadurch gefährdet wird. Und dann können wir das mal verschieben, auf einen anderen Zeitpunkt. Können wir gern, sehr, sehr gern machen. In dem Moment, wo Sie einen Termin ausmachen, wie gesagt, alles sehr, sehr gern. Wir rufen Sie an Zeit und wir können da auch sofort antworten. Sie brauchen da überhaupt nicht sagen, welches Thema Sie gern besprochen hätten. Wie gesagt, das können wir sehr, sehr gern machen. Geben Sie mir Ihre Nummer, wir machen was aus. Karte und wir können die Tage einen Termin ausmachen. Das ist einfach ein Regel der Höflichkeit. Dankeschön. Danke. Wiedersehen. Tschüssi.